Manchmal möchte ich für den Unterricht Dinge parallel nutzen. Ich möchte gerne heute die Dokumentenkamera parallel zu meinem Whiteboard nutzen. Dafür gehe ich in die Oberfläche des Projektors und wähle HDMI 2 für die Dokumentenkamera aus. Wenn das Bild jetzt gleich erscheint, suche ich mir wieder die Barleiste und gehe mit dem Whiteboard-Button auf die Whiteboard-Oberfläche. Jetzt legt sich die Whiteboard-Oberfläche über die andere Quelle, also über die Dokumentenkamera. Und mit dieser Leiste, die hier an der Seite zu sehen ist, kann ich auswählen, wo mein Splitscreen sein soll und kann beides parallel nutzen. Das heißt jetzt zu meinem Bild etwas hier mit den Schülerinnen und Schülern auf der Whiteboard-Oberfläche erarbeiten.